Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Einsteigerguide von Elden Ring. Margit, das grausame Mal, der erste große Boss, ist bezwungen, aber er war nur der Torhüter von diesem eindrucksvollen Gebäude hier, Schloss Sturmschleier, der erste der großen Legacy Dungeons in diesem Spiel. Diese Episode könnte ein bisschen länger werden, denn das ist ein so großer wie komplexer und sehr verwinkelter Level, in dem wir sehr viel Zeit verbringen werden und aber auch sehr viel Spaß haben werden. Es gibt allerdings jede Menge Herausforderungen da drin und dadurch, dass das ganze Gebäude so verwinkelt ist und es extrem viele Wege gibt, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, das Schloss zu erkunden. Mein Weg durch diese Burg ist nur einer von vielen und ist jetzt nicht unbedingt allgemeingültig. Aber ich glaube, dass das gerade für Einsteiger die beste Chance ist, das Schloss von oben bis unten abzugrasen und alles mitzunehmen, was es so gibt. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Ort der Gnade hier. Direkt 50 Meter nach dem letzten Ort der Gnade. Das ist mal wieder so ein Klassiker. Und dann gehen wir erstmal hier kurz runter die Treppe und sammeln hier schon mal die ersten Items ein. Krummfingermedizin und dann gibt es hier, wir machen auf jeden Fall die Laterne, zünden wir an, damit wir auch in der Dunkelheit so ein bisschen besser sehen. Können uns hier runterrollen. Und kommen hier in so einen kleinen Tunnelbereich, wo an dessen Ende ein weiteres Item liegt. Feuerfett. Springt hier noch nicht runter, da kommen wir gleich sowieso hin von der anderen Seite. Wir gucken uns erstmal an, was oben beim Burgtor noch so zu holen ist. Wir springen doch runter. Das ist schon am Anfang hier. Super verwirrt. Super. So passt das. Hier ist eine riesengroße Schlucht und da kommen wir erst später hin. Wir sammeln erstmal hier diese Trinas Lilie ein. Das ist ein seltenes Crafting-Material. Und dann kommen wir hier an der Klippe wieder dahin zurück, wo ich eigentlich hin wollte. Schöne Aussicht übrigens, ne? Verheißungsvoll. So, nun sind wir hier wieder im Boss-Areal von Margit und können nun auf das gewaltige Burgtor zulaufen, das natürlich verschlossen ist. Aber das Schöne ist, der Typ, der dieses Ding bedient oder befehligt, ist gleich hier in diesem Seitenraum und spricht uns an. Come over here, would you? You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir nehmen den Frontaleingang oder wir nehmen den geheimen Eingang, der hier von ihm empfohlen wird. Ich sag jetzt allerdings, ich nehme jetzt trotzdem mal das Haupttor. Fair enough. You certainly don't have to trust me. Well, if you must go through the gates, I'll signal them to open. But of course, I'd advise against it. Der Bursche hat nicht ganz unrecht. Ich möchte euch das mal zeigen, warum er uns davon abrät, hier den Frontalangriff zu wagen. Wir müssen jetzt nur einen kurzen Moment warten. Dann ruft er seinen Kollegen da drin zu. Und sie öffnen dieses gewaltige Tor. Diese Leichen hier dürften schon die Alarmglocken klingeln lassen, denn wenn ihr mal genau da hinten hinschaut, an den Mauerrand, seht ihr eine große Balliste und da noch eine. Und das sind nicht die einzigen Ballisten, die direkt auf euch zielen und sofort das Feuer eröffnen, so wie ihr euch da reinbegebt. Dieses Item könnt ihr noch ganz sicher einsammeln. Eine goldene Rune, ein kleiner Runencontainer, den kleinsten, den es gibt. Na, vielen Dank. Aber so wie ihr versuchen solltet, diese hier einzusammeln, geht's los mit dem Beschuss. Ich zeig's euch mal. Das sind brachiale Schüsse. Die tun ordentlich weh, wenn sie treffen. Es ist möglich, mit gut getimten Rollen da durchzukommen, indem ihr die Iframes nutzt, immer hin und her, den Rhythmus gut abpasst. Durchaus möglich, aber ich rate davon ab, wir kommen früher oder später sowieso von der anderen Seite in den Innenhof, also nehmen wir lieber die andere Route. Was hat er denn noch zu sagen? The gates are open. Do as you like. It's only your neck on the line after all. So ein Scherzkeks. Nein, 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 wir gehen natürlich tatsächlich außen rum. Wir hüpfen hier auf die Mauer.
sammeln das Ruinenfragment ein. Und werden jetzt erstmal einen weiten Weg um die Burg herum machen, um den geheimen Eingang zu finden. Und davor erstmal hier diese ganzen Klippen abgrasen. Da gibt es einiges einzusammeln. Erstmal hier hoch. Ein beherzter Sprung hier rüber. Ein Schmiedestein, zweiter Level. Sehr, sehr gut. So, dann sehen wir einen neuen Hassgegner. Wer From Software Spiele kennt und liebt, weiß, es gibt so diverse tierische Hassgegner. In Dark Souls und vor allen Dingen in Demon's Souls sind es Hunde. Und die wurden hier, wie ich finde, durch diese Adler hier abgelöst. Die sehr, 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 sehr kräftig sind. Und anstelle ihrer Klauen solche Klingen haben. Wenn ihr Fernkämpfer seid, nutzt alles, was ihr habt an Pyromantie, an Magieschüssen, wie auch immer, damit ihr die Burschen aus der Ferne vom Himmel holen könnt. Weil Bodenkampf ist gegen die Burschen gar nicht mal so einfach. Aber das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ich gucke jetzt noch ganz, was der sinnvollste Weg ist, wieder zurück. Da unten rum auf jeden Fall erstmal. Und auch immer mal einfach so ins Dunkel hinein markieren, weil die Burschen überall hängen. Da seht ihr, die warten überall auf euch, um euch aus der Luft anzugreifen, wie es ein Raubvogel eben sehr gerne tut. Also bitte immer sehr gute Vorsicht walten lassen. Hier ist ein sicherer Weg nach unten. Und so wie sie euch nicht bemerkt haben, könnt ihr sie ruhig von hinten attackieren. Backsteps gehen nicht, aber trotzdem dürften zwei Hiebe... Aua, ja. Ein Adler ist selten allein. Immer mit Schild oben. Lasst sie angreifen. Und einfach in die Luft hauen, irgendwie blind drauf losschlagen, ist fast die beste Möglichkeit. Es gibt kaum eine gute Taktik gegen die Burschen, weil die so erratisch um einen herumfliegen und immer mal wieder mit diesen Klingen zustoßen, dass blind links drauf losschlagen das die beste Möglichkeit ist, zu siegen. So. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite der Klippe, die wir vorhin schon gesehen haben, und können jetzt hier ganz gefahrlos dieses Item einsammeln. Bolzen. So, hier geht's weiter. Und immer einen Blick auf die Bäume werfen. Links oben in den Baumwipfeln seht ihr auch schon einen Vogel. Ich sehe sogar zwei. Und das ist nicht der einzige. Unter Garantie nicht. Wir markieren mal ein bisschen. Gucken wir mal, ob hier... Ja, den haben wir schon gesehen. Da ist einer auf dem Boden. Das ist der Köder. Und da haben wir noch einen. Gefährliche Situation, weil einer schon heftig genug ist. Wir gucken, ob wir den ein bisschen anlocken können. Mit einem Kukri. Anfliegen lassen. Gegen den Schild prallen lassen. Nein, das war das Falsche. Im Eifer des Gefechts das falsche Consumable ausgesucht. Da spielt natürlich auch die Kamera immer extremst verrückt bei den Burschen hier. Aber sie bewachen einen Schmiedestein Level 3. Ein super Fund. So, nun geht's hier an der Seite der Klippe weiter. Und da sehen wir einen rettenden Ort der Gnade. Und das, muss ich euch leider sagen, ist der letzte Ort der Gnade für eine ganz, ganz lange Zeit. Jetzt kommt eine ziemliche Durststrecke. Ich werde auch mal kurz die Zeit verstreichen lassen, damit hier wieder... Uiuiui, hey! Wo kamst du her? Hingesetzt habe ich mich noch nicht. Resettet war die Welt also auch nicht. Vögel, die mich immer wieder überraschen. So, schlafen wir in der Nacht. Und dann geht's vor Morgengrauen in die Burg hinein. Diesen Speerträger, den ihr da oben seht, das ist einer der Soldaten in dieser Burg, von denen gibt es einige, die Alarm schlagen, so wie sie euch sehen. Es gibt nahezu keine Möglichkeit, euch an ihn heranzupirschen, ohne dass er euch sieht. Macht euch darauf schon mal gefasst. Und wenn er dann die Tröte trötet, geht der Alarm los und es kommen drei weitere Soldaten angerannt. Also, hinspurten.
Und bevor er sein Horn zücken kann. Und dann rate ich euch, lockt die Burschen zurück. Einer nach dem anderen hier auf der schmalen Treppe. Kommen sie nicht aneinander vorbei. Einer weicht vielleicht sogar wieder zurück. Und dann könnt ihr einen nach dem anderen ganz gut erledigen. Diese Soldaten hier in Stormwell Castle machen ihrem Namen alle Ehre. Denn die Stormwell Castle Soldaten können auch Windmagie. Und damit durch euer Schild schießen. Euch zum Teil sogar von den Beinen heben. Runterschubsen. Und auch so Schaden zufügen. Also immer vorsichtig sein. Was jetzt kommt, erinnert frappierend an Schloss Boletaria aus Demon's Souls. Also Welt 1.1 aus dem Klassiker von From Software. Mit den Bereichen, die wir jetzt gleich hier drin erkunden werden. Mit diesen Bretteranbauten hier direkt an der Burgmauer. Also das ist Burg Boletaria vor dem Herrn. Hier sehen wir, hier sehen wir auch schon weitere Bereiche, die wir so von hier noch nicht erkunden können. Aber später dann schon. Jetzt sammeln wir uns erstmal ganz schnell dieses Item hier. Dann hier rein. Iframes nutzen beim Rollen, falls er einen hier in den Rücken wirft. Und dann gehen wir hinein. Die sehen alle genauso aus wie der Torwächter. Aber haben wohl offenkundig eine Party gefeiert, die nicht so toll war. So, Vorsicht, da hinten sieht man schon einen Schatten huschen. Und das ist einer etwa der etwas größeren Soldaten. Die haben meistens eine sehr große Axt oder Hellebarde. Und dementsprechend sehr, sehr wuchtige Schläge. Sind aber deswegen auch ein kleines bisschen langsamer und können ganz, ganz leicht umkreist werden, um ihnen fiese Backsteps zu verpassen. Seht ihr? Ganz langsam. So ein Backstep tut ihnen ganz ordentlich weh. Beim Aufstehen noch den letzten Hieb verpassen und das war's. Hier hinten Hakenkrallen. Eine sehr schnelle, sehr fiese Nahkampfwaffe. Ich empfehle euch, wenn ihr neue Waffen findet, euch immer mal kurz das Ding anzugucken. Welche Voraussetzungen es hat, welche Eigenschaften es hat, ob es vielleicht was für euch wäre. Ihr könnt auch hier dann quasi ein bisschen meistens mehr über die Lore erfahren oder auch, was diese Waffe so besonders macht. Also nehmt euch die Zeit und schaut euch jede Waffe, jedes Rüstungsteil, jeden Schild oder was auch immer ihr findet an. Lest alles durch. Vielleicht ist es ja etwas, was ihr verwenden wollt. Das ist der Gag jetzt hier auf diesem Stockwerk. Hier gibt es jede Menge von diesen Burschen, die Brandbomben schmeißen. Und die stehen natürlich inmitten von jeder Menge explodierender Fässer. Also seid unbedingt vorsichtig und rollt sie alle kaputt, so wie ihr die Chance dazu habt. Er macht sie schon selber kaputt, das ist nett. Und immer in Bewegung bleiben, weil die Burschen werfen die Dinger sehr schnell und sehr treffsicher. So. Erst einmal hier nach hinten, hier in die Dunkelheit. Wurfdolche und da unten bitte nicht runterspringen, das ist der sichere Tod. Und diese Tür können wir leider noch nicht öffnen, weil uns der Schlüssel dazu fehlt. Weiter geht's aber nicht geradeaus, sondern hier durch dieses Einschussloch. Da können wir Pfeile einsammeln und uns hier auf diesen Burschen runterfallen lassen mit einer Drop Attack. Und ihn so überraschen. Tschüss. Falls ihr euch erinnert, da sind wir gerade hochgekommen, haben den Alarmtypen ausgeschaltet und hab gesagt, da kommen wir gleich noch hin. Und nun ist es soweit. Es ist nur sehr gefährlich hier zu kämpfen, weil die Brettervorrichtungen sind nicht sonderlich breit. Ihr könnt also Gegner nicht umkreisen und müsst deswegen sehr gut mit eurem Schild hantieren. Und hier geht's wieder rein. Heppa. So, und jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Hier ist die Tür, die abgeriegelt ist. Und hier sind wir gerade eben raus. Nur damit ihr die Orientierung behaltet. Nun gibt es hier aber noch so eine Zwischenebene mit einem leuchtenden Item. Und die erreichen wir gleich, nachdem wir den hier erstmal ausgeschaltet haben. Weil sonst wirft er uns gemeine Brandbomben in den Rücken. Jetzt ist Ruhe. Wir können die goldene Rune einsammeln.
Und mit ein bisschen Backtracking wieder zurück. Und weiter nach oben. Aber wer hier tatsächlich keine Demon's Souls Vibes bekommt, hat es entweder nicht gespielt oder komplett vergessen. Ich habe gedacht, wow, cool. Also es ist eine sehr schöne Referenz. Ein bisschen eine Verbeugung vor den Fans. Gefällt mir echt gut. So, bevor wir da reingehen, kleinen Moment. Ich mache nur kurz nochmal auf Nummer sicher. Nein, hier war nichts mehr. Alles klar. So, der Torwächter hat uns ja geholfen. Er hat gesagt, geht nicht vorne rein. Da ist es gefährlich, geht lieber hinten rum. Vielleicht traut ihr mir nicht, aber hinten rum ist es doch ein bisschen sicherer. Problem ist, der Bursche ist doch nicht so vertrauenswürdig, wie er scheint. Denn jetzt wird er uns hier einsperren. Zusammen mit diesem Ritter da hinten, den wir zum ersten Mal begegnen. Und der noch stärker ist als seine bisherigen Kollegen. Er ist stark gepanzert, hat einen großen Schild, ein großes Schwert, mächtige Windmagie. Und ihr habt hier wenig Platz und wenig Licht zu manövrieren. Also, der hat mich das erste Mal ganz schön zerlegt. Und das mehrfach, gebe ich offen und ehrlich zu. Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was wichtig ist in diesem Raum, ihr müsst ihn nicht bezwingen, um hier irgendeine Quest zu machen oder weiterzukommen. Was ihr braucht, ist dieses Item da hinten. Holt euch das, falls ihr im Zweifel gegen ihn scheitern solltet, keine Lust mehr habt und das alles nochmal machen wollt, weil, bedenkt, der letzte Ort der Gnade ist schon eine Weile weg. Also insofern, ganz schönes Commitment, sich hier wieder hochzukämpfen. Also egal, was ihr tut, das Ding sofort einsammeln, der rostige Schlüssel. Jetzt können wir kämpfen. Komm her. Das ist die Windmagie, von der ich erzählt habe, die ihr unbedingt umkreisen müsst, weil wegblocken ist sehr schwer und geht auch durch euren Schild durch. Der Typ hat sehr wuchtige, sehr verzögerte Schläge, also seid da auf der Hut und erst im letzten Moment immer ausweichen. Seht ihr? Er durchbricht mit diesen Windstößen sofort. Also Schild ist keine gute Möglichkeit. Schwere Waffen aber durchdringen seine Rüstung, seine Balance und dann ist auch er Kleinholz. Wir bekommen... Oh, er lässt seine Stulpen fallen. Nett. Hier hinten ist noch eine Truhe. Sehr auffällig beleuchtet. Krummschwert-Talisman. Was mich daran erinnert, dass wir von Margit einen weiteren Slot für unsere Talismänner bekommen haben. Da können wir gleich mal gucken, ob da was sinnvoll ist. Verbessert Abwehrkonter, verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten, auch nicht schlecht. Verbessert aufgeladene Angriffe. Je nachdem, wie ihr kämpft, ist es natürlich, sind es gute Buffs. Was ich jetzt spannend finde, ist, glaube ich, das hier. Erhöht die maximale Ausdauer. Das kann ich als Hau drauf immer gut gebrauchen. Probiert mit den Talismannen rum. Jeder hat seinen eigenen Kampfstil, seinen eigenen Spielstil und arbeitet mit anderen Werkzeugen. Also das, was ich hier tue mit dem Einsatz der Talismänner, ist euch überlassen. Ihr müsst da eure Favoriten finden. Magier nehmen natürlich andere Dinge in die Hand. Jemand, der schnelle Waffen verwendet, ebenfalls auch. Da findet dann bestimmt jeder seinen perfekten Bild. Gut, dann haben wir jetzt den rostigen Schlüssel und der ist, wer hätte es gedacht, für diese Tür hier. Kommen wir noch ein Stockwerk höher. Gibt sehr viele, sehr lange Leitern in diesem Schloss. Und das war noch die kürzeste wahrscheinlich. Ich erinnere euch dran, wenn wir wieder soweit sind. Gut, erstmal in die Richtung. Vorsicht, Löcher im Boden. So, zu dir kommen wir gleich schnell rübergerannt. Oder noch weiter auf dumme Ideen kommst. Hier sammeln wir weiteres Feuerfett ein und auch das Item müssen wir erstmal liegen lassen, da kommen wir von hier aus nicht hin, auch wenn es irgendwie verlockend aussieht, aber es ist nicht möglich. Dafür können wir mit einem Anlaufsprung hier rüber. Was war das? Irgendjemand hat hier gerade Geräusche gemacht, aber es gibt keine Feinde mehr hier. Auch dieses Item, das wir hier links sehen, was da so leuchtet. Auch das kriegen wir nicht. Da kommen wir auch erst später hin. Es gibt jede Menge Geheimnisse und Verstecke und Vorsprünge, die man erklimmen oder auf die man sich herunterplumpsen lassen kann in diesem Schloss. Das ist unglaublich. Es ist ein extrem vertikaler Level. Vergesst nie den Schildkonter. Einfach mit Deckung
aufgeladener Deckung hier den Gegner angreifen lassen und danach L2 drücken und schon gibt es diesen fiesen Gegenangriff mit Finisher. So, schaut mal, da unten ist unser Ort der Gnade. Und wie gesagt, der nächste ist immer noch ein Stückchen weg. Es ist tatsächlich ein bisschen frustrierend, sollte man hier scheitern. Der Ziegelhammer. Weil der Weg sehr weit ist und ihr habt gesehen, es sind nicht wenige Feinde, die hier auf einen warten. So, jetzt müssen wir noch ein weiteres Mal hier ein bisschen Backtracking betreiben. Hier die Fallentür. Hier ist ein Rohr runtergefallen, okay. Und dann können wir hier wieder durch den rostigen Schlüssel Türöffner, wie ich ihn mal nenne, und wieder die Leiter hoch. So. Hier ist alles fertig. Nun geht's in die Richtung. Vorsicht, gemeiner Hinterhalt. Den erwischt jeder, der hier zum ersten Mal entlangläuft. Denn links hinter der Ecke wartet ein Typ, der einem sofort in den Nacken springt, um einem die Kehle aufzuschlitzen. Und das Zeitfenster, das zu vermeiden, ist extrem gering. Da sehen wir ihn. Der kommt sofort rausgesprungen und dann sofort zurückrollen. Und jetzt können wir ihm Saures geben. Als Rache können wir hier den Spieß umdrehen und selber hinterhältig sein. Silberner Federtierfuß. So, es geht wieder raus an die frische Luft. Ach, schön. Erkennt ihr das da hinten? Das ist die Kapelle der Erwartung, der Start des Spiels. Da haben wir den Tutorial-Boss bezwungen, sind zum ersten Mal gestorben. Da hinten war das. Und falls ihr euch erinnert, sind wir da drüben gestanden und haben rüber auf diese Burg geguckt. Alles, was man in dieser Spielwelt, und ist es noch so weit entfernt am Horizont, sieht, kann man erreichen, begehen, erkunden. Das ist so das Schöne an From Software Level Design. Das ist nicht einfach nur Kulisse, sondern es ist echte Welt. Ein Pilz. So. Wir kommen unserem nächsten Ort der Gnade immer näher. Es wartet nur noch ein großes Hindernis auf uns, nämlich ein weiterer von diesen fetten Windsoldaten. Hier patrouilliert er. Der hat jetzt kein Schwert, sondern der hat eine riesengroße Hellebarde und dreht hier seine Runden um einen Aufzugsschacht. Ich rate euch, wenn ihr ihn bekämpfen wollt, tut das, aber erst nachdem wir den Ort der Gnade aktiviert haben. Sonst müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Und nein, das wollt ihr nicht tun. Also schleichen wir an ihm vorbei und rennen die Treppe hoch. Das hat jetzt nichts mit Feiglingsein zu tun, das hat mit Intelligenz und Taktik zu tun, denn hier oben da wartet der wichtige Ort der Gnade. Und das ist der erste große Knotenpunkt. Von hier aus öffnet sich jetzt der Level, der Legacy Dungeon. Und wir können in jede Menge Richtungen gehen und wie ich schon erwähnt habe, ist es euch überlassen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Irgendwann kommt man sowieso ans Ziel, zum Boss. Aber ich werde mit euch jetzt einfach mal eine, wie ich finde, ganz okay Route durchgehen und unterwegs alles abgrasen. Hier ist ein Aufzug, den wir von dieser Seite aus nicht aktivieren können. Das ist so ein Klassiker, From Software Abkürzung. Das müssen wir von unten aktivieren, damit wir hier dann für später eine schöne Abkürzung in den unteren Bereich der Burg haben. Aber wir haben ja noch eine Rechnung offen. Auch der Bursche kann sehr mächtige Windmagie und durch seine Hellebarde hat er eine große Reichweite und kann fiese Spin-to-Win-Attacken. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Haha, lustig. Must have been the wind. Soll mir recht sein. Noch dazu sind sie tanky. Ohne Ende. Nehmt ausreichend Abstand, wenn ihr heilen müsst. Das ist dieser Spin to Win. Wenn es um ihn herum wirbelt, dann macht er meistens noch so ein Hieb hinten dran. Schaut mal das an. Diese Kombos, die sind so fatal, wenn man da in der Nähe ist. Also immer schön Abstand suchen. Lasst ihn angreifen. Und Backsteps sind ihre Achillesferse. So. Hier unten ist gar nichts, bis auf diesen Typen, der hier im Kreis dreht. Deswegen, ja, ich sag ja, es ist nicht unbedingt wichtig, ihn zu bekämpfen. Und hier ist ein weiterer Aufzugsschacht. Auch hier können wir den Aufzug von hier aus nicht aktivieren. Aber auch das ist ein zentrales Verbindeglied hier im kompletten Schloss.
Seht ihr, auch dieser Schalter funktioniert nicht. Wir springen hier rüber. Springen hier rüber. Feuerfett mit Kordel. So, merkt euch das. Da gehen wir später hoch. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ich werde nochmal ganz kurz rasten. Nochmal auffrischen. Aber erstmal bewegen wir uns auf dieser Höhe des Schlosses und schauen mal in den inneren Teil. Es ist unfassbar eindrucksvoll gebaut. Und wie ich schon sagte, alles, was wir hier sehen, ist erkundbar. Überall leuchtet es. Überall läuft es. Das Gerät. Vieles zu bekämpfen, vieles einzusammeln. Und ja. Los geht's hier mit diesen Adlern. Die kennen wir schon, allerdings ist das eine neue Variante, denn die sitzen nicht auf Bäumen, sondern sitzen auf explodierenden Fässern, die sie als Waffe gegen euch verwenden, so wie sie euch sehen. Ich zeige euch mal, was da passiert. Na, komm, gut. Machen wir so. Oh, jetzt habe ich es ihm kaputt gemacht. Keine Sorge, das ist nicht der Einzige. Irgendjemand war auch so nett, hier überall solche explodierenden Fässer hinzustellen, damit es eine fatale Kettenreaktion gibt, so wie so ein Vieh angeflogen kommt. Nehmt euch echt in Acht. Immer den Schild oben lassen. Und dann ins Blinde hauen. Und im Zweifel auch immer diese Fässer kaputt rollen. Wer weiß, ob da noch irgendwo ein Vogel ist. Und so wie man in der Nähe eines solchen Fasses ist, will man nicht, dass auch ein Vogel da ist. Aber der Letzte, der noch wartet und euch eine Falle stellen will, ist hier hinter der Ecke links. Allerdings wird er gleich Opfer seiner eigenen Falle. Na komm, schmeiß. Das habe ich jetzt so in dieser Form auch noch nicht gesehen. Normalerweise schmeißt er die Bombe. Dann explodiert alles und er gleich mit, dass er das Ganze überlebt, weil er das Fass zur Seite wirft, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Schmiedestein 2, das ist alles super Upgrade-Material, weil genau das brauchen wir für unser Uchigatana. So, bevor es hier runter geht und aufs Dach, gibt es noch ein ziemlich fieses Geheimnis, das die meisten übersehen, wenn sie Schloss Sturmschleier zum ersten Mal erkunden. Nämlich hier, unter uns, direkt unter uns, ist ein Vorsprung. Und wenn ihr euch da langsam runterfallen lasst, können wir hier einen weiteren Außenbereich der Burg erkunden. Dafür müssen wir nur ein kleines bisschen Spider-Man spielen und hier an diesen schmalen Kanten entlang klettern. Ramponierter Holzschild. Und immer vorsichtig, wenn ihr auf solche Vorsprünge runterspringt oder euch runterfallen lasst. Es gibt immer so ein kleines Momentum nach vorn. Nicht, dass ihr zu viel Geschwindigkeit aufnehmt und dann zu weit nach vorne fallt und in die Tiefe abstürzt. Unschön. So, und jetzt bitte nicht erschrecken. Wir haben gute Knochen. Und wenn ihr schnell seid, könnt ihr hier diesen Geheimnis- und Schatz-Skarabäus erledigen und eine Asche abschauben. Den Sturmangriff kennen wir. Das hat der Hellebarde-Typ von eben gerade angewandt. Könnt ihr selber nutzen, wenn ihr wollt. So, kurzer Blick, ob es hier noch irgendwo Crafting-Material zu sammeln gibt. Nein. So, was ihr da hinten seht, ist einer der heftigsten Gegner im gesamten Spiel. Nicht nur jetzt, sondern bis ins Endgame hinein. Das sind sogenannte Schmelztiegelritter. Und dieser Bursche hier ist eure erste Begegnung und er sollte auch hier nicht eure letzte sein. Greift ihn nicht an. Das ist wirklich ein gut gemeinter Rat. Der Bursche hat einen Schadensoutput und steckt so viel ein wie im Midgame und im Endgame. Und ihn hier zu bekämpfen, in unserem jetzigen Zustand, hat keinen Sinn. Vor allen Dingen, eine Abkürzung zum Ort der Gnade, das wir gerade aktiviert haben, ist nicht weit. Deswegen machen wir es wie hier, wie vorhin mit dem Windtypen, mit der Hellebarde. Wir laufen an ihm vorbei
ignorieren ihn erstmal und aktivieren die Abkürzung. Weil sonst müssen wir den ganzen Weg wieder außen rum gehen. Und dann können wir es gerne mal probieren, uns mit ihm anzulegen. Aber ich will es euch auf jeden Fall mal zeigen, was der Bursche so drauf hat. Das ist nämlich wirklich kein Joke, dieser Typ. Aber das ist jetzt ein erster wichtiger Abkürzungsaufzug, der uns zurück zu unserem Ort der Gnade führt. Und so wie ihr solche Dinge aktiviert habt und freigeschaltet habt, dann ist es ja nicht schlimm, wenn man irgendwie scheitern sollte. Dann kann man ja immer wieder probieren, weil der Weg dahin dann relativ kurz ist. Ihr seht, gleich hier ist der Ort der Gnade. Wir können also gleich mit dem Aufzug runterfahren und uns mal mit dem Schmelzsiegelritter anlegen. Ich mache mir jetzt gerade da selber keine allzu großen Hoffnungen, weil ich kämpfe zwar wahnsinnig gern gegen Schmelztiegelritter, weil die ein cooles Moveset haben und sie generell einfach sehr eindrucksvoll animiert sind. Nur bei meinem Schadensoutput aktuell ist halt auch jeder kleine Ungeduldsfehler sofort tödlich. Aber hey, jetzt habe ich es schon mal angeteasert, jetzt will ich euch den schon mal zeigen. Außerdem hat er noch ein Item bewacht. Der stand ja übrigens direkt vor dem Item und hat so ein bisschen davor gestanden und hat nicht auf uns geachtet. Lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen. Schmelztiegelritter lassen sich nicht backstabben. Das funktioniert bei denen nicht. Dunkel, Schmiede, Stein. Level 2. Das ist für besondere Waffen wichtig. Besondere Waffen wie unseren Bluthund-Reißzahn. Yay. Eigentlich sollte ich das Ding jetzt einsetzen. Bevor ich mich mit dem Burschen anlege, aber hey, warum nicht? Komm. Also auch er hat eine fette Panzerung, einen großen Schild mit Horn dran, mit dem er euch sogar aufspießen kann, und ein mächtiges Schwert, mit dem er sehr umzugehen weiß. Ihr müsst ihn immer angreifen lassen, warten, bis seine Kombos fertig sind und dann einen Hieb landen. Und das war's. Dann wieder Abstand gewinnen, Ausdauer regenerieren, im Zweifel heilen, mit sehr viel Abstand, seid mobil, seid immer in Bewegung. Ein Hieb. Die Kombo-Ketten, die er aneinander reiht, die haben keinen speziellen Rhythmus, den man schnell lernen kann. Das sind alles ganz gemein aufeinander abgetimte Schläge. Manchmal sogar verzögert. Also da müsst ihr höllisch aufpassen. Und wie gesagt, wenn ihr heilt, nehmt viel Abstand, weil er kann das richtig gut lesen. Und euch bestrafen. Man kann ihn auch parieren. Wenn ihr also ein... das hat sogar ein Partial Parry. Hat beinahe geklappt. Na also. Ist natürlich immer für besonders kritische Treffer super. Aber ihr seht ja, wie tanky der ist. Er hält echt was aus. Jetzt kommt die zweite Phase. Dann macht er sowas zum Teil. Kommt angeflogen. Hat so einen Skorpionschwanz, mit dem er zweimal einen richtig großen Spin zurück macht und ihr seht, wie schnell er einen kurzen Prozess macht, obwohl ich eigentlich ganz gut den Kampf beherrscht habe, aber er hat halt einen Schadensoutput, der, wie gesagt, eigentlich eher fürs Mid- bis Endgame gedacht ist und deswegen macht er natürlich mit meinem Charakter, der aktuell Level 33 hat, kurzen Prozess. Allerdings will ich mir die Runen doch wieder zurückholen. Den kleinen Umweg nehmen wir uns. Das war immerhin ein halber Level up. Warum nicht? Ganz schön tiefer Schacht. So. Ich hoffe, meine Runen liegen an einer Stelle, wo ich sie weitgehend gefahrlos einsammeln kann. Der Schmelztiegelritter ist gut zu Fuß unterwegs. Und sein Schwert ist lang. Oh, hi. Blöd. Na, mal sehen. Wo liegen sie da vorne? Jetzt muss ich nur wieder an ihm vorbeikommen. Na, also. Jetzt mit Vollgas wieder zum Aufzugsschacht. So schnell ist er dann doch nicht. Und dann geht's weiter mit dem Erkunden der Burg.
Gut, bevor wir beim Ort der Gnade, da habt ihr bestimmt gesehen, da gibt es auch, wo ist er? Da. Einen Ausgang. Den werden wir jetzt noch nicht weiter erkunden, denn wir haben ja da noch die Vögel gehabt mit den Fässern und das Dach da zum Erkunden. Das machen wir später. Das merken wir uns. Wir gehen jetzt erstmal noch ein Stockwerk höher. Und hier werden wir gleich von zwei Gegnern in die Zange genommen. Hier dem Speerträger und da links ist ein Armbrustschütze. Also Vorsicht. Umkreist ihn möglichst schnell. Backstab ihn. Und dann habt ihr Iframes. Und die Pfeile, die da drüben abgeschossen werden, gehen durch. Und dann müssen wir einfach nur schnell hier rüber hüpfen. Den Burschen runterschubsen. Und das hat er sogar überlebt. Und das Item hier einsammeln. Vielleicht kommt er ja hochgelaufen. Oder er bleibt da unten, bleibt stinksauer. Ja, er bleibt da unten. Dann soll er. So. Jetzt kommt die nächste gemeine Stelle. Die nächste von vielen gemeinen Stellen in diesem Level. Hier kommen wir nämlich in den Hinterhalt, der durch einen Trompetentypen ausgelöst wird. Durch den hier. Wenn ihr Pyromant seid, Magier seid, knallt ihn so schnell wie möglich ab. Pfeil und Bogen könnten auch reichen. Weil wenn der euch sieht, dann schlägt der Alarm. Und dann kommen einige Burschen angerannt. Nämlich 4 Stück an der Zahl. Seid vorsichtig. Auch ein paar von denen beherrschen Windmagie, die zwar nicht so mächtig ist wie bei den Rittern, aber trotzdem ganz schön fatal sein kann. Vor allem, wenn ihr es mit mehreren Gegnern zu tun habt wie hier. Immer schön mobil sein. Gut, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier auf dem Podest ist ein Item. Goldene Rune und dann eine vermeintliche Sackgasse. Man denkt sich, warum? Wo geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Tatsächlich etwas subtil angedeutet durch diesen Sandsackhaufen kann man auf diese Mauer. Und dann gehen wir erstmal hier lang und wagen einen gefährlichen Sprung hier rüber. Und so kommen wir in den inneren Bereich des Turms, können uns hier runterfallen lassen und sammeln ein wichtiges Item ein. Einen Steinschwertschlüssel für Nebeltore. So, jetzt achtet auf eure Umgebung. Man hat es schon gehört, hier ist offenkundig irgendwo ein Adler in der Nähe. Und das ist einer der ganz besonders schlimmen Art. Wenn ihr denkt, dass die Brandfassadler schlimm sind, das hier, die sind erkennbar dadurch, dass sie diese Schutzhaube tragen. Mei, oh mei. Die sind kein Joke. Macht eine Drop Attack mit einem schweren Angriff und erledigt sie, denn so wie sie anfangen zu funken, spucken sie Feuer. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie spucken Feuer. So, und hier eine Geste. Mit gekreuzten Beinen dösen. Das würde ich jetzt auch gerne, aber es gibt noch einiges zu tun. Jetzt muss ich ganz kurz mal über die Dächer schauen, weil hier gibt es manchmal... Ich kann... Doch, ne, hier ist alles erledigt. Jawohl. Nur noch kurz einen Double-Check gemacht. Weil es überall Möglichkeiten gibt, weiterzugehen. Hier auf diesen abgebrochenen Turm drauf. Einmal weiter ums Eck. Man fühlt sich echt wie Altair in Assassin's Creed. Und auch hier, Vorsicht, das ist ein Köder. Der wird nämlich beschützt von einer ganzen Truppe hier. Und das sind Nahkämpfer wie Fernkämpfer, also nehmt euch in Acht. Und geht vor allen Dingen in Deckung. Lasst die einzeln ankommen. Ja. So, Schild hoch. Du hast mit deinem Fuß drin, ne? Kannst du gerne machen. So. Stulpen.
und einen richtig schönen Aussichtsturm beklettern. Ich finde die Architektur von Schloss Sturmschleier echt beeindruckend. Das sieht super aus. So, keine Angst, das sind harmlose Adler. Der Clown-Talisman. Der nächste Nahkampf-Talisman und ein sehr spannender obendrein. Verbessert Sprungangriffe. Den nehme ich jetzt mal, damit ich mich zwinge, mal häufiger mit Sprungangriffen zu hantieren. Ihr könnt mit Anlauf hier rüberspringen, aber das bringt nichts. Da drüben liegt nichts und da gibt es auch kein Geheimnis. Es gibt keinen weiteren Vorsprung. Höchstens die Möglichkeit, hier zwischen Reihen abzustürzen. Also probiert es erst gar nicht. Manchmal muss es auch kein beherzter Sprung sein. So, ein bisschen Backtracking, zurück aufs Dach. Und dann geht's hier weiter. Ja, jetzt muss ich halt leider erwähnen, dass es weitergeht mit sehr gefährlichen Stellen. Also es wird nicht leichter hier in Stormway Castle. Aber wir können uns das jetzt erstmal aus der Entfernung und aus der sicheren Obrigkeit aus anschauen. Hier haben wir nämlich einen dieser Windritter. Bewacht wird er von einem normalen Kämpfer. Das Lustige ist, ihr müsst da hinten jetzt nicht unbedingt irgendwie gegen die beiden kämpfen. Könnt ihr, wenn ihr wollt, aber sie bewachen tatsächlich nichts. Und ich überlege jetzt gerade, was ist die bessere Möglichkeit. Kurz mal nachdenken. Wir können eigentlich... Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt sein, aber das macht nichts. Wir gehen erstmal nach da unten. Den einen oder anderen Weg doppelt gehen, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber Dunkelschmiedesteine einzusammeln, hat was. Bevor wir hier reingehen, erstmal hier einen unserer Steinschwertschlüssel einsetzen. Ob ihr einen oder zwei braucht, seht ihr, wenn... ob schon einer in dem unteren Kopf drin steckt. Wenn beide Statuen leer sind, dann braucht ihr tatsächlich zwei Schlüssel, um das Nebeltor zu öffnen. So. So, Scherzkekse. Einzeln rauslocken. Mit weit genug Abstand und dann Backsteps provozieren. Und wie gesagt, das mögen die überhaupt nicht. Selbes Spiel. Kritischer Backstep und Schluss. Eisernes Schleifmesser. Das ist wieder ein Gegenstand, mit dem ihr eure Waffenattribute verändern könnt. Wo sind diese Dinger immer versteckt? Hier. Wenn ihr mit einer Kriegsasche eine Affinität an, könnt ihr eine zusätzliche Affinität des Typs schwer, solide oder wertig auswählen. Um damit eben Skalierungen zu verändern oder Schadensattribute. Spielt damit ein bisschen rum. Das ist zum Teil echt cool, was man da machen kann. Misericola. Gordia. So, Vorsicht. Der hat sich super positioniert hier. Na komm. Nicht super genug. Schmiedestein 2. Und eine Sackgasse. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr, würde ich sagen, wertiger Steinschwertschlüssel, weil das Zeug, was man da drin bekommt, das hat schon was. So, nun haben wir hier den Blick auf einen alten Bekannten. Wenn ihr ihn kennt, das war der erste Tutorial-Boss. Der ist jetzt wieder da. Hat einen kleinen Ausreißer. Ist hier in diesem großen Essenssaal, der wunderbar dekoriert ist. Und euch ganz schön das Leben schwer macht. Weil er einer der erratischsten Gegner ist, die es gibt in diesem Spiel. Immer hinter ihm bleiben. Genug Abstand beim Heilen. Lasst ihn angreifen. Lasst ihn machen. Und erst dann draufschlagen. Wieder Abstand gewinnen. Ausdauer regenerieren. Lasst ihn machen. Versucht, hinter ihn zu kommen.
Beste Attacke. Weil er danach seine Deckung öffnet. Nur noch ein Schlag. Sprungangriff. Wollte ich es cool machen. So. Der bleibt Gott sei Dank tot. Er respawnt nicht, wenn er die Welt resettet. Das ist eine gute Nachricht. Hochland-Axt. Gut, hier in der, ich nenne es mal Essenssaal, Schrägstrich Küche, gibt es unfassbar viele Wege. Der wichtigste, den ihr gehen solltet, ich hoffe, ich treffe ihn jetzt auf Anhieb, ist nicht hier, sondern hier. Genau. Ihr erratet es vielleicht schon. Das ist ein weiterer Abkürzungsaufzug. Und der ist sogar noch praktischer als den, den wir vorhin freigeschalten haben, weil er uns nämlich direkt am Ort der Gnade hier rauslässt. Super Sache. Und jetzt, wenn wir schon mal wieder hier oben sind, schließen wir den Kreis von der anderen Seite und gehen nochmal über die Burgmauer, da wo die explodierenden Vögel sind, kämpfen uns nochmal an ihnen vorbei auf das Dach, das wir da am anderen Ende gesehen haben. Gott sei Dank sind sie nicht so clever und sammeln ein neues Fass auf, wenn sie das alte verloren haben. Das wäre ja noch schöner. So, komm her. Komm, komm. Put, 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 put. Kleines Täubchen. Bonk. Die Kamera. Also wer auch immer sagt, das gehört zu meinen Lieblingsgegnern. Also da müssen wir mal reden. So. Goldene Rune. Und bevor wir uns hier runterfallen lassen, ich muss mal kurz gucken, war das hier auf der Seite oder auf der anderen? Es war auf der anderen Seite, das müssen wir uns dann drüben holen. Moment. Hier ist nämlich auch noch. Nein, er ist nicht da. Aber das Item ist da. Da oben sitzt nämlich normalerweise der Torwächter. Warum er jetzt in meinem Fall nicht da sitzt, ist mir gerade ein bisschen schleierhaft. Aber auf jeden Fall ist er immer hier. Ein wichtiger NPC, Zauberer Rogier. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Rogier is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Ich werde Godric besiegen. Spoiler, so heißt der Boss dieses Legacy Dungeons. Und der erste, der nicht so vielen Shardbearer, also einer der Träger der Elden Ring Splitter. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the Lands Between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Rogier kann ein paar magiedurchwirkte Aschen euch beibringen. Gar nicht schlecht. Oh, keen to learn another. Und er wird früher oder später tatsächlich auch in die Tafelrundfeste zurückkehren, damit ihr dort weiter mit ihm sprechen könnt. Er hat eine kleine Questlinie und so weiter und so fort.
So. Dann gucken wir uns hier auf dieser Ebene mal ein kleines bisschen um. Die Burschen hatten auch wieder eine coole Party. Ein bisschen Kopfschmerzen. Und da vorne ist eine Patrouille. Wo ihr zuallererst erstmal schauen sollt, dass ihr den Speerträger erwischt. Damit ihr in Ruhe gegen den Windritter antreten könnt. Wenn er so angesprungen kommt, einfach nach hinten wegweichen, ihn umkreisen. Dann seht ihr, könnt ihr ganz leicht backstabben. Beim Aufstehen noch ein paar mitgeben. Dann wieder Abstand gewinnen. Ja, heute macht das mir aber einfach. Immer dieselbe Attacke. Sehr leicht zu durchschauen. So, wenn ihr rechts runterschaut, diesen Speerträger hatten wir gerade bekämpft. Das ist nämlich diese Sackgassen, dieser Sackgassenbalkon gewesen, an dessen anderen Ende diese Nebeltor war, das wir mit dem Steinschwertschlüssel geöffnet haben. Nur für die Orientierung. Gut. So, der Kreis schließt sich, denn wir kommen hier wieder in die Küche. Nur eine Ebene höher. Da unten haben wir den Tutorial-Boss bezwungen. Und hier müssen wir nur in der Dunkelheit diesen Burschen hier erledigen, bevor er aufsteht und wach wird. Weil es einer von den dicken Typen. So. Mehrere Möglichkeiten. Wir gehen erstmal geradeaus. Und jetzt Vorsicht, hier ist mal wieder einer. Der Windritter mit Hellebarde. Das sind die besonders schlimm, wie ich finde. Schön mitpatrouillieren, umkreisen und mit einem Backstep anfangen. Diese Typen, ey. No joke. Das wollte ich wissen. Der ist wütend heute, ne? Na denn. So, Schleier des Imitators. Und hier sind wir wieder zurück in der Küche. Aber... hier ist eine Türe, die ist zu. Können wir nicht öffnen. Wie lässt sich das Problem lösen? Das zeige ich euch. Aber zuvor werden wir uns um eine wichtige NPC-Dame kümmern. Indem wir ihr ein Item besorgen, das da unten liegt, auf diesem bestimmt sehr stinkenden Leichenhaufen. Nämlich Roderica, die das Rotkäppchen-Mädchen, das hier in der Hütte am Sturmhügel auf euch wartet, die verzweifelte Jungfer, gesagt hat, in Schloss Sturmschleier gibt es was, was ich brauche. Oder richtet einen Gruß aus, so hat es sie genannt. Den Gruß müssen wir ausrichten, indem wir dieses Item da unten einsammeln, das da lila über unserem Kopf schimmert. Aber Hunde. Hunde. Ein kleiner und ein großer. Der hält ein bisschen was aus, also Vorsicht. Und er teilt auch ein bisschen was aus. Also doppelt Vorsicht. Man darf diese Burschen nie unterschätzen. Klumpen Fleisch. Goldene Rune. Und hier. Andenken der Puppen. Und jetzt sind wir hier wieder in dem Essenssaal zurück. Um zurück nach oben zu gehen. Um den anderen Weg zu gehen, den wir da noch haben. Aber der wird bewacht von jeder Menge Kanonenfutter. Besseres Fleisch, Crafting-Material. So, wie kriegen wir die Tür auf? Ein weiteres von diesen
wo geht's weiter, rätseln und ist hier irgendwo ein Vorsprung, den man erklettern oder auf den man sich runterfallen lassen kann, und das ist hier tatsächlich der Fall. Goldener Federtierfuß, Stabfackel, Schild hoch, immer vorsichtig sein auf solchen Brettervorrichtungen. Kann es sein, dass es Hinterhalte gibt. Auch hier wieder eine vermeintliche Sackgasse. Nirgendwo, wo man sich runterfallen lassen kann. Nichts zum Einsammeln. Aber doch, hier ein ganz schmaler Vorsprung. Mit einem Gegner. Also runterfallen lassen. Schwerer Angriff. Drop Attack. Gemein, aber effektiv. Und hier haben wir die Tür. Aus der Küche. Und sind nun hier auf der anderen Seite über dem Essenssaal, können da vorne einen weiteren Steinschwertschlüssel einsammeln und in dieser Truhe ein gelegter Schildkrötenhals. Auch das Crafting-Material für sehr mächtiges Consumable-Zeugs. Gut, Double-Check, alles abgegrast, dann geht es jetzt hier lang. Ich muss kurz überlegen. Nein, wir haben noch einen anderen Weg. Wir haben noch einen anderen Weg und dafür werden wir uns jetzt zum ersten Mal zurück zum Waldturm teleportieren und uns nochmal ein weiteres Mal aufs Dach begeben. Ich gucke mal, ob ich ein Level-Up übrig habe. Mit 8000 Runen rumzulaufen ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Mehr Schaden. Und dann geht es nach oben. Hier wirklich alles gewissenhaft abzulaufen und mitzunehmen, erfordert tatsächlich einiges an Backtracking. Zweimal, dreimal, vielleicht auch viermal, wenn man sich irgendwo runterfallen lässt und vielleicht dann schon einen Weg gegangen ist, der oben weitergeführt hätte. Aber wie ich schon eingangs erwähnt habe, es führen alle Wege zum Ziel. Aber wenn man halt alles mitnehmen möchte, dann ist man gezwungen, sowas auch immer mal wieder zu tun. So. Hier als Orientierungspunkt dieses abgebröckelte Mauerstückchen, auf dem wir vorhin hochgesprungen sind. Jetzt hier nochmal entlang. Werfen hier einen Blick auf den Innenhof, den wir früher oder später noch erkunden wollen. Der ist mit einer regelrechten Armee besiedelt. Alle stehen sie an solchen Feuerballisten und warten nur darauf, dass wir ihnen in die Hände laufen. Aber die haben die Rechnung ohne uns gemacht. So. Ihr erinnert euch? Da unten die beiden Burschen und da hinten nichts einzusammeln. Deswegen lassen wir uns ganz vorne hier runterfallen und gehen über die Brücke. Auch hier warten zwei Gegner. Vor uns ist ein Nahkämpfer, rechts ist ein Armbrustschütze. So. Hier können wir auch nochmal aus sicherer Entfernung auf den Innenhof schauen und noch ein Handbuch mitnehmen. Mehr Crafting-Möglichkeiten. So, jetzt kommt die nächste sehr, sehr, sehr nervige Stelle. Jeder, der das schon gespielt hat, weiß, was jetzt kommt. Das ist eine sehr, sehr frustrierende Stelle. Vor allen Dingen, weil der Weg dahin natürlich ein bisschen lang ist. Nicht gefährlich, aber lang. Und sollte man mehrfach scheitern, dann wird es hier schon ein kleines bisschen störend. So, das nächste Zweiergespann. Lack den ersten erstmal an. Ganz langsam. So, das ist ein kleiner und ein großer. Und jetzt kommt einer der fiesesten Hinterhalte, die es im Early Game gibt. Das hier, ihr seht es, Hellebarde, Sturm, Ritter. Und der ist nur der Köder. Für einen noch übleren Feind. Der wartet hier hinter der Mauer. Also zu empfehlen ist, den Burschen anzulocken, wegzulocken und irgendwie woanders zu bekämpfen. Auf jeden Fall nicht auf dieser Ebene hier. Zieht ihn hierher zurück. Es wird schon schlimm genug, den zu bekämpfen. Beide wollt ihr nicht an den Hacken haben.
So, mach mal deinen Sprungangriff. Komm, mach was, womit ich arbeiten kann. Geht auch. Immer im letzten Moment erst wegrollen, weil der seine Angriffe sehr stark verzögert. Fast alle. Könnte ich auch, wenn ich die Asche entsprechend ausgewählt hätte. Wenn er nicht will, dann mache ich. Und nochmal, Spin to Win. Beinschutz. Jetzt haben wir dann bald das komplette Set zusammen von den Burschen. Aber ich mag meine Samurai-Rüstung. Die sieht einfach sehr stylisch aus. Tut mir leid. Gut. Ich nehme mal mein Schutzschild und eine heile, halbe Heilung. Ah ne, das ist ja immer noch... Ich habe noch meinen alten Buff drauf. So, auch ein Sturmritter mit Schwert und Schild. Sieht nicht so übel aus, aber der kann auch Feuer. Und ist deutlich agiler als seine Kollegen und verzögert noch mehr. Aber auch er ist sehr backstab-affin. Nur leider auch sehr tanky. Immer die beste Attacke. Wenn er angesprungen kommt, könnt ihr ihn danach, weil er die Deckung offen hat, sehr schön bestrafen und ihm den Rest geben. So. Blutiger Eiterfinger. Hm. Pfeile. Eine weitere Leiter. Vielleicht, wenn ihr eine gute Orientierung habt, werdet ihr jetzt wissen, wohin wir uns langsam zubewegen. Hier unten sehen wir es. Da ist das große Haupttor, vor dem wir am Anfang der Episode standen und wo ich sagte, ihr könnt hier rein, aber dann werdet ihr von Ballisten beschossen. Nur haben wir jetzt die Ballisten vor uns. Und denen, die wissen gar nicht, was ihnen geschieht. Das Lustige, dass sie extrem unaufmerksam sind und eigentlich gar nicht reagieren. Aber das soll uns ja recht sein. Rüstung der Verbrannten. Schmiedestein 2. Hier ist noch einer. Ja, die haben sich hier schon gut hingestellt und eine sehr schöne Verteidigungslinie aufgebaut. Die Ballisten waren es noch nicht mal alle. Hier ist jetzt gleich, das hat mit, auch mit dem Innenhof hier steht dem nichts nach, weil hier auch ein gutes Dutzend Gegner wartet, die ihr clever auseinanderziehen und einzeln bekämpfen solltet, weil wenn die alle auf euch zugerannt kommen, dann ist schnell Schicht im Schacht. Ist ein bisschen schneller als mein Schildkonter. So, jetzt können wir, weil alle Ballisten ausgeschaltet sind, können wir hier gefahrlos die Items einsammeln. Ballistenbolzen, goldene Rune 2. Und hier ein weiterer Ort der Gnade. Ich werde ihn aktivieren, allerdings nicht mich daran niedersetzen, weil sonst ist alles hier in dem Innenhof wieder voll mit Gegnern, inklusive der Ballistengegner. Also, das ist gerade nicht so klug. Einfache Bürgerkleidung. Der nächste Ort der Gnade ist nicht weit, deswegen lasse ich das hier mal. Ich habe auch noch 6 Purpurflaschen, insofern klappt das ganz gut. Aber auch hier sollten wir wieder klug vorgehen und einen nach dem anderen. Komm mal her.
Natürlich ist es ein Armbrustschütze. Wie alle hier. So, kommst du jetzt näher? So, so können wir kämpfen. Immer den Schild oben haben. Man wird von allen Seiten beschossen. Immer in Bewegung bleiben vor allen Dingen. So. Die drei müssen wir nicht bekämpfen, weil der Weg, den sie da bewachen, den wollen wir sowieso nicht entlang gehen. Der führt in den großen Innenhof, den wir schon von oben gesehen haben, wo die ganze Armee mit den Feuerballisten stand. Wow. Und da müssen wir in dem Fall nicht hoch, weil auch der wird von Ballistenbeschutz beschützt. Wir kommen da von der anderen Seite hin ohne Probleme. Also müssen wir das gar nicht machen. Ich will es euch nur mal kurz zeigen. Hier oben stehen sie überall, schlagen Alarm und dann geht der Beschuss los. Wir legen uns lieber mit dem Vieh da hinten an. Ein puscheliger, wuseliger Riesenwolf mit Riesenschwert. Ein Riesenärgernis, kann ich euch versprechen. Aber wir rennen erstmal an ihm vorbei, um diesen sehr wichtigen Ort der Gnade zu aktivieren. Da können wir uns dann gleich niedersetzen. Ich will euch kurz mal was zeigen. Denn überall in der Spielwelt gibt es diese riesigen heiligen Türme. Die sind auch in der Regel auf der Karte markiert. Und die sehen so aus. Und so wie ihr einen Ringsplitterträger besiegt habt und seine Rune bekommen habt, müsst ihr den entsprechenden Turm finden und die Rune auf der Turmspitze aktivieren. Das heißt, wenn wir den nächsten Boss hier in Schloss Sturmschleier bezwungen haben, müssen wir hier lang an diesen riesengroßen Typen vorbei, auf diesen Turm hoch, um die Rune zu aktivieren. Das ist storyrelevant und elementar unumstößlich, wenn man das Spiel durchspielen will. Gut, so, jetzt dieser Wolf. Könnte ich eigentlich mal wieder Tag haben? Mal sehen. Das Wetter ist bescheuert. Es ist dunkel. Bah. Ich habe aber auch bei den Dreharbeiten immer Pech, ist mir aufgefallen. Immer mieses Wetter. Ist zwar immer noch mies, aber es ist wenigstens ein bisschen heller jetzt. Zur Erinnerung. Ihr könnt übrigens jederzeit meistens eure Aschen beschwören. Und gerade wenn es um solche Burschen geht hier, die nutzen, um ihn abzulenken, mal zu gucken, was er so macht. Weil der springt und fuchtelt mit seinem Schwert rum, das ist kein Spaß. Hier ist es definitiv keine Schande, seine Wölfe zu nehmen, um ihn zu staggern, um ihn abzulenken. Ich stelle mich aber auch gerade nicht sehr geschickt an. So, jetzt aber. Staggert. So. Dunkelschmiedestein, Bestienblut, alter Reißzahn. Bevor ich weitermache, werde ich tatsächlich... Ich bin noch im Kampf drin, scheinbar. Deswegen kann ich nicht auf die Karte zugreifen. Irgendjemand sieht mich noch. Dann raste ich einfach kurz. Ich werde kurz das gesammelte Upgrade-Material hernehmen und in die Tafelrundfeste zurückkehren, kurz mal beim Schmied vorbei, ein bisschen Geld investieren in mehr Schaden. Well, I took you no matter to lay out your arms. Da fehlt mir Level 3. Schade. Aber hier kann ich mein Uchi auf Level 6 bringen. Nett.
immerhin etwas. Und dann können wir jetzt zurück in Schloss Sturmschleier. Und zwar wieder vom Wallturm aus. Von dort geht's mit auf direktem Weg in die Küche runter. Ich hoffe, ich nehme jetzt den richtigen der beiden Aufzüge. Sich das zu merken ist nicht so einfach. So viele Aufzüge und Abkürzungen es in diesem toll konstruierten, wunderbar ineinandergreifenden Level gibt. Das war richtig. Glücklicherweise bleibt der Boss tot. Ja. Einer der finalen Bosse des Spiels. Endgame. Ist so eindrucksvoll zu bekämpfen, wie es hier den Eindruck erweckt hier auf diesem Bild. So, da oben haben wir mal wieder eine kleine Falle, aber den kommen wir zuvor. Plumps. Oh, ich habe das Item da oben vergessen. Ich habe mich zu schnell runterfallen lassen. Also nochmal hoch. Und jetzt kommt der von mir vorhin erwähnte, sehr stark frequentierte Innenhof, den wir jetzt glücklicherweise ebenfalls weitgehend von hinten angehen, indem wir jetzt einfach uns hier an der Wand entlang schleichen. Und bevor wir jetzt hier irgendwas tun, erstmal hier reingehen. Weiterer cooler Nebenbereich, der ein kleines Nagetierproblem hat. Ich habe ein Problem mit Nagetieren. Immer den gegnerischen Schild springen lassen und dann erst zuschlagen. Diese Bisse staggern nämlich sehr gemein. Feuersichere Trockenleber. Und ein weiterer Steinschwertschlüssel. Wir brauchen nur einen. Kolonk. Gleich zwei Truhen. Siegel des Gottestöters zum Wirken von Anrufungen. Und Gebetsbuch der Götterskalpe. Irgendein NPC kann es sicher brauchen. Und hier sind wir wieder über den Ballisten. Hier wäre der Rückweg zu diesem fiesen Schurken, den wir vorhin bekämpft haben, mit seiner Feuerspuckerei. Aber da wollen wir auf jeden Fall nie wieder hin. Dann lieber den Innenhof. Müsste man eigentlich mal mit dem Gesundheitsamt hin. Gibt es bestimmt ein paar Beanstandungen. Jetzt auf jeden Fall möglichst schnell hinter die Ballisten, damit die nicht schießen. Ich nutze mal nur meine Finisher, um mit meinem ausgewählten Talisman eben durch Crit-Treffer Leben zurückzubekommen. Entweder durch Parries, durch Backstabs. Und das Schöne ist, dass die, die in der Balliste stehen, total unaufmerksam sind. Aber ihr könnt ja gerne mal mitzählen. Das waren jetzt bestimmt schon 6-7 Gegner. Geht noch mehr. Aber erst einmal hier hoch. Das ist ja einer der Großen, die man sofort umlegen sollte, bevor sie aufstehen und einen bemerken. So, zieht das Pferd von hinten auf und begebt euch komplett hinter die letzten Barrikaden, damit euch nicht in den Rücken geschossen wird.
und damit ihr allen in den Rücken fallen könnt. So. Auch hier gibt es eine kleine Barrikade. Oder so eine Holzvorrichtung, wo wir hoch können, um auch hier ein Item einzusammeln, das diesmal nicht bewacht wird. Holzgroßschild. Pike. Goldene Rune. Schwelender Schmetterling. Und das ist jetzt der obere Teil der Straße, die zu dem unteren Innenhof führt, wo ich sagte, hier könnten die hochlaufen, aber nein, auch hier wird man mit Ballisten beschossen. Das ist jetzt das andere Ende. Und so ist definitiv die klügere Art, die Burg zu erobern, nämlich von hinten. So, sammeln wir noch die restlichen Items ein, die hier verstreut liegen. Und da vorne lernen wir einen neuen Horrorgegner kennen. Ein richtiger fetter Brocken. Halt, Moment. Bevor wir das tun, gehen wir kurz noch hier rein. Komme ich hier vorbei? Komme ich. Wir gehen in die Hocke. Eine von den Bildern, die als Schatzkarten dienen. Gemälde, Prophezeiung. Ich werde dazu ein eigenes Video machen, wo man alle diese Gemälde findet und wo der entsprechende Schatz liegt. So, wer Sekiro kennt und gespielt hat, ebenfalls von From Software, der wird so, wenn er diesen Typen bekämpft, sich sehr stark an Juzo, den Trinker, erinnert fühlen. Ähnlich gefährlich, ähnlich brachial. Und erstmal lassen wir ihn, ich will jetzt hier nicht schon wieder Feigling sein, aber wir machen es diesmal wieder klüger und taktisch sinnvoller, weil direkt hinter ihm ist ein Ort der Gnade. Sehr praktisch. Voll gemeint, er ist nicht allein, er hat noch einen Hund dabei. So. Das ist viel wichtiger hier. Wir lassen den Burschen jetzt auch erstmal sein. Sehen hier eine Tür und wer hätte es gedacht, die ist natürlich auch von dieser Seite nicht zu öffnen. Dafür gibt es hier einen Aufzug, den ich euch kurz zeigen möchte. Gibt es wirklich noch einen weiteren Abkürzungsaufzug? Oder doch nicht? Ein Bereich der Burg, den wir noch gar nicht kennen. Und wir werden hier nachher nochmal hinkommen. Hier sehen wir ganz merkwürdige Gestalten. Und wir sind auch kurz vor dem Boss. Da ist ein Ort der Gnade. Das aktivieren wir allerdings noch nicht. Ich will es euch nur mal gezeigt haben, damit wir nachher schön die Orientierung wieder zusammenbekommen. Und nochmal so einen schönen Aha-Moment haben. Fahren wir da runter. Schmiedestein. Und auch hier einer dieser Vorsprünge, wo wir uns runterfallen lassen können. In einen geheimen, aber auch sehr gefährlichen Bereich. Hier auf diese Schräge. Weiteres Upgrade-Material. Nehmen wir alles gerne mit. Von Brett zu Brett springen. Runencontainer. Jetzt sind wir wirklich ganz unten angelangt. An den Fundamenten der Burg. Hallo Marmaratte. Bah. Giftblüte. Übrigens, immer wenn ihr dieses rauschende Glitzern hört, ist ein Schatz-Skarabäus in der Nähe.
Die gibt es in unterschiedlichen Farben. Die Weißen haben meistens Aschen oder Upgrade-Material dabei. Der hat jetzt einen Zauberspruch dabei gehabt. Die Roten füllen eure Lebensflaschen wieder auf. Die Blauen eure Mana-Flaschen. Und bevor wir jetzt da runterspringen, drehe ich noch ganz kurz eine Runde. Schaue, ob ich alles mitgenommen habe. Ich glaube nämlich nicht. Hm, doch. So, jetzt kommt ein optionaler Miniboss, den man in diesem Stadium eigentlich noch nicht bekämpfen sollte, weil er noch zu heftig ist. Ich werde es jetzt trotzdem mal probieren, weil er eine schöne Belohnung hat. So ähnlich wie mit dem Schmelztiegelritter. Man sollte ihn sich merken, auf den Zettel schreiben und später wiederkommen. Aber anders als der Schmelztiegelritter gibt es hier eine tolle Belohnung, wie gesagt. Nehmen wir noch mit, was mitzunehmen ist. Wenn ihr dieses Vieh bekämpfen wollt, bitte nicht markieren. Da dreht die Kamera komplett am Rad. Versucht irgendwie immer an seinem Bauch zu bleiben. Wobei immer schwer zu erkennen ist, wo ist Bauch, wo ist hinten, wo ist vorne. Heilt immer sofort, wenn ihr getroffen wurdet. Und gebt alles, was ihr habt. Wenn er so gelb aufleuchtet, muss man eigentlich sehr, sehr schnell weg. Das habe ich nur gerade zu spät gesehen. Er nimmt übrigens Blutungsschaden, auch wenn es nicht so aussieht. Aber wenn ihr ein entsprechendes Schwert habt, wir heilen wieder, immer dranbleiben. Ich hing an der Mauer fest, deswegen bin ich nicht schnell genug weggekommen. Diesmal habe ich es rechtzeitig gesehen, aber der Level hat gesagt nein. Das kriegen wir hin. So. Die Belohnung ist, wie gesagt, sehr toll, weil wir bekommen eine goldene Saat für die Aufladungen unserer Flaschen. Dann liegt hier noch ein weiterer Steinschwertschlüssel. Ein Wurfdolche. Nehmen wir alles gerne mit. Und hier, das riesige Gesicht eines monströsen Oktopus. Hier haben wir übrigens die Blut... Lache von Roger. Hier sehen wir, wie er zu Tode gekommen ist. Tja. Und prompt wurde er zu einem Befleckten. Geschwür des Todesprinzen gehört zu einer Questlinie. Auch hier erwähne ich nochmal ganz kurz, ich werde es immer wieder mal tun, dass ich für die NPCs und ihre Quests immer jeweils eigene Videos mache. Das findet hier in diesem klassischen Walkthrough, in dieser Video, oder halt in diesen einzelnen Legacy-Dungeons oder dergleichen, oder Boss-Videos natürlich kein Platz. Und stattdessen gibt es dann für alle Quests und ihre NPCs dann eigene Videos dazu. Und das ist hier wahrscheinlich die längste Leiter des Spiels. Oder zumindest hier in Schloss Sturmschleier. Ich bin so froh, dass man hier schnell hochklettern kann, ohne dass es Ausdauer kostet. Mit Schaudern auf dem Rücken erinnere ich mich an Dark Souls 2, wo das der Fall war, dass wenn man schnell die Leiter hochgeklettert hat, dass das Ausdauer gekostet hat. Und ich mir denke, ah, warum? Gut, jetzt sind wir wieder hier. Hier war das Nebeltor mit dem Steinschwertschlüssel. Hier geht es in die Küche. Wir können uns also wieder zur Kammer auf der Aufzugsseite teleportieren. Und auch jetzt bekämpfen wir diesen Burschen immer noch nicht. Sondern leg uns lieber mit weiteren Adlern an. Wir hatten ja noch nicht genug, ne? Ich hasse diese Vögel. So, aber das lief reibungslos. Erstmal hier die Treppe hoch.
Vorsicht, Hinterhalt. Nicht so hinterhältig, wie er denkt. Sein Problem. Schmiedestein. Ja, wie ihr seht, ich habe nicht zu viel versprochen. Mittlerweile sind fast 1,5 Stunden vergangen und wir sind immer noch nicht durch. Also der erste von ein paar Legacy Dungeons hier im Spiel, da hat sich From Software ordentlich ausgetobt. Also die Level Designer haben, aber wie ich finde, einen ganz, ganz toll konstruierten Level zusammengestöpselt. Und vollgesteckt mit NPCs, wie sie hier. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you. To a higher place. Sehr geheimnisvolle Dame. Nefeli Lu heißt sie. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Tarnished and warrior, like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Das ist sehr nett. Sie hat wohl auch eine Rechnung offen mit dem Boss hier in diesem Spiel. Oder in diesem Dungeon. So, das ist auch immer ein sehr schöner Anblick. Überall, wenn ihr so einen goldenen Baum seht, liegt darunter eine goldene Saat. Jetzt haben wir schon zwei. Und soweit ich mich erinnern kann, werden wir auch zwei brauchen, um eine weitere Aufladung zu haben. So, ein Riese, bewacht von zwei normalen, verbrannten Soldaten. Die sollten wir erledigen, bevor der Riese ankommt. Er hat uns noch nicht bemerkt, das ist gut. Ich liebe diese Kukris, die machen so viel Schaden und fliegen so weit, das ist eine helle Freude, mit denen zu arbeiten. So, diesen Riesen bekämpfen wir jetzt nicht, sondern wir locken ihn zurück. Und zwar ein ganz schönes Weilchen. Und zwar zu unserem Möchtegern-Juso. Denn vor diesem Möchtegern-Juso ist eine Upgrade-Statue, die wir nur mit der mächtigen Faust dieses Riesen kaputt schlagen können. Der Juso ist gar nicht kräftig genug. Wir brauchen diesen Riesen hier. Und deswegen müssen wir ihn bis zurück zu dieser Stelle locken. Da ist die Leuchtestatue und die muss er kaputt schlagen. Wird jetzt ein bisschen hektisch, weil hier auch ein Hund wartet. Der ganz schön tanky ist. Ober, aber von Herrchen umgehauen wird. So, jetzt schlagt das Ding kaputt. Hat er schon. Jawohl, Schmiedestein, Schmiedestein. Und tschüss, Leute. Haut euch ruhig gegenseitig die Köpfe zu Brei. Ihr müsst nur hier bei ihm immer so ein bisschen in Serpentin laufen, weil er so einen Huster hat, also so einen Windangriff, der sehr weit fliegt und auch sehr viel Schaden macht. Das ist das, was ich meine, genau. So, jetzt. Ach, es sind beide da. Ich dachte schon, ich könnte jetzt den Riesen bekämpfen, aber das mache ich lieber nicht, wenn der andere auch noch da ist. Dann lieber die Treppe hoch in Sicherheit. Wir laufen hier auf das goldene Nebeltor zu. Hier wartet der Boss auf uns, aber hey, wir sind noch nicht fertig. Noch nicht. Erstmal wird der Ort der Gnade aktiviert. Wir setzen uns nieder, rasten und bringen vor allen Dingen 14.000 Runen in einem Level-Up unter und verbessern unsere Aufladungen. Vielleicht ein bisschen mehr Vitalität. Ihr solltet, wenn wir gerade dabei sind, bis zum Mid-Game, / Anfang-Endgame, also wenn ihr so das letzte Drittel anfangt des Spiels, ich werde es noch rechtzeitig sagen, solltet ihr 40 Vitalität haben, also 40 Punkte auf Kraft gesetzt haben, weil ihr im Endgame viele, viele Leben brauchen werdet. Also zieht es immer sukzessive nach. Jetzt ist schon wieder so Nacht. Brauche ich so viel Zeit immer hier, dass so viele Tage schon vergangen sind? Ich will, dass es hell ist, damit ihr auch was seht. Also bis zum Mittag. Und hoffentlich ist das Wetter gut. Ja.
Ja, die Sonne scheint. Jetzt können wir uns den nächsten Schatz-Skarabäus krallen. Geht ihn ein bisschen seitlich an, weil der rennt immer von euch weg. Und so verkeilt er sich hier an dem Vorsprung. Nächste Kriegsasche. So, jetzt sind wir wieder bei diesen Pott-Typen. Diese Pott-Figuren, die gehören zu den traurigsten Gestalten hier in den Zwischenlanden. Es gibt auch einen speziellen NPC, den wir schon kennengelernt haben. Ich werde auch zu ihm eine Questlinie machen, Alexander. Der ist ein bisschen an Siegmeier, schrecklich Siegward aus Dark Souls 1 und 3 erinnert. Und die gibt es in kleiner und großer Ausführung. Ich bekämpfe sie ungern, weil sie gehören zu den Guten. Die sind sehr traurig. Und deswegen sammle ich immer nur die gesprungenen Töpfe ein, die meistens bei ihnen rumliegen. Crafting-Material und hau dann wieder ab. Ich will sie gar nicht bekämpfen. Nein, nein, nein. Und hier ist der Aufzug, den wir vorhin benutzt haben, wo ich sagte, hey, hier kommen wir nochmal hin, aber erst später. So. Sammeln wir dieses Item ein. Und das ist auch ein ziemlich gemeines Geheimnis. Man kann ja tatsächlich draufspringen. Hier um die Ecke. Und diesen Balkon hier erreichen. Habe ich beim ersten Mal auch nicht gesehen, nicht bemerkt. Ist aber auch echt nicht leicht zu finden. Wenn es reingeht, schalten die Lampe wieder an. Ein bisschen mehr Licht kann nie schaden. Vermeidet Hinterhalte. Weiteres Upgrade-Material. Wie viele verwinkelte Stellen es in dieser Burg gibt, ich bin jedes Mal immer wieder begeistert, wie viel es hier zu entdecken gibt. Und man aber auch tatsächlich belohnt wird, wenn man sucht, wenn man guckt, wenn man nicht alles so auf die leichte Schulter nimmt und mal ein bisschen was riskiert. Da findet man dann auch im Keller an den Fundamenten mal so ein riesengroßes Schwubbelvieh, das eine goldene Saat fallen lässt. Und wie hat man das erreicht? Indem man sich behende über ganz schmale Balken nach unten getraut hat. Hätte ja sein können, dass man abstürzt. Aber nein, es wird belohnt. Und das nicht zu knapp. Hier ist wohl der Partykeller. Von der Feier von gestern Nacht. Bollwerk-Sturmschild. Eine Entwicklernachricht. Die erste seit langem. Was ihr sucht, ist gewiss ganz in der Nähe. Hat auch Rogier platziert. Schmiedestein 3. So. Nächster Balkon. Und hier so ein klitzekleines Ärgernis, das ich mit dem Spiel habe. Dieses Item kann man nicht einsammeln. Es sei denn, man riskiert und steht auf die Mauer. Dann kann man es einsammeln. Man riskiert aber auch abzustürzen. Ha. Den Interaktionspunkt ein bisschen weiter nach vorne setzen, From Software. Danke. Regenbogenstein. Und hier haben wir nun eine Abkürzungstür, die zu unserem Ort der Gnade führt, wo auch der Juso da vorne wartet. Wir sind hier aber immer noch nicht fertig. Mit Vollgas. Hepp. Und nochmal. Vorsicht, neuer Gegnertyp. Fledermaus. Große Fledermaus. Gefährliche Fledermaus. Hier zwei weitere, die man auch wieder nerven kann, indem man sie mit Wurfmessern bewirft. Natürlich haben auch die Windenergie. Und hier sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem riesengroßen Loch, das ich gerade erwähnt habe, wo wir das Rubblevieh bezwungen haben, wo die Saat auf uns gewartet hat als Belohnung. Und jetzt haben wir die andere Seite hier auch noch erkundet und sind damit fertig mit Schloss Sturmschleier. Man sollte jetzt die Zeit nochmal nutzen, in den
in die Tafelrundfeste zurückzukehren. Man sollte jetzt die Zeit nutzen, auch die Arzneimischungen vielleicht nochmal zu optimieren. Wie ich das vergessen habe, das habe ich jetzt nachgezogen. Waffen abzugraden mit dem Zeug, das wir hier gesammelt haben. Und in der nächsten Episode legen wir uns dann mit dem ersten großen Storyboss an. Godrick, dem Verpflanzten. Ein sehr cooler Boss, ein sehr spektakulärer Boss, aber auch ein sehr anspruchsvoller Boss. Aber das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachspielen, viel Spaß beim Nachspielen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.